Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen wieder mal auf Mitmann Live. Mein Mund ist trocken. Wieso? Draußen ist es richtig heiß. Ja, Jungs, schaut mal, die müssen oben schwitzen, weil das Dach umgedeckt wird. Wir müssen aber mit euch Gott sei Dank aktuell nicht schwitzen, aber wir schwitzen bei einem Thema. Wie tut man mit dem Top Gun Phoenix Plus nicht Fehlerspeicher auslesen, sondern das Protokoll vom Fehlerspeicher ausdrucken? Es funktioniert alles ganz einfach und ganz simpel. Ich freue mich auch immer drauf, dass ihr mir schreiben tut oder anrufen tut, wie funktioniert das Ganze. Da bin ich ja nicht genervt. Dafür bin ich natürlich auch da. Den Support von uns, jetzt ist sogar das Handy gerade ausgegangen, weil es zu heiß war. Und ja, der Support sieht so aus, dass ich euch auch immer alles zeige, wie es bei einem Diagnosegerät funktioniert. Natürlich, sofern ich das durchführen kann. Wenn ich irgendwas nicht wissen sollte, dann frage ich natürlich bei Top danach und bei anderen Herstellern, je nachdem, was für ein Diagnosegerät wir haben. Und dann werden wir das mit euch auf jeden Fall hinbekommen. Also, gehen wir mal zum Fahrzeug. Da ist das gute Stück. Das letzte Video haben wir gerade gemacht, wie tut man bei so einem Auto Inspektion zurücksetzen, zum Beispiel bei Mercedes. Ich hoffe, der Akku langt noch aus. So. Da war ich gerade am Fahrzeug dran. Und jetzt bekomme ich wieder einen Anruf, aber natürlich gehe ich da jetzt ran und halte das Video an, weil Kunde ist König. So, da bin ich wieder. Also viele Kunden tun gerade aktuell Termine mit uns ausmachen, um die Geräte anzuschauen, Diagnosegeräte, damit ich es denen auch erkläre und zeige die Unterschiede von den Geräten und so weiter. Aber wie gesagt, auch für unsere anderen Freunde, Abonnenten und Interessenten. Ab September geht es dann richtig los, auch mit Schulungen für die Diagnosegeräte und so weiter. Da kann man sich erst im August eintragen. Termine, wie gesagt, wir sind ab dem 30. Juli 2021 im Urlaub bis zum 15. August. Ab da sind wir für euch wieder da, wenn ihr ein paar Diagnosegeräte anschauen wollt. Kurz ans Fahrzeug anschließen und so weiter, also ohne eine große Schulung, also nicht, dass man da den ganzen Tag verbringt. Die kommen erst ab September. So, machen wir mal weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Okay, wir wollen jetzt ausdrucken, was wir an Fehler ausgelesen haben. Hier, wir gehen auf lokale Diagnose, ihr könnt auch auf intelligente Diagnose gehen. Der Unterschied ist einfach nur, wenn ihr intelligente geht, dann seht ihr auch, was ihr schon mal beim letzten Fahrzeug ausgelesen hattet, also bei dem Fahrzeug, wenn ihr das schon mal hier mit dem Diagnosegerät ausgelesen habt. Wir gehen aber auf lokale Diagnose, hier oben habe ich schon eingegeben, zum Beispiel SP. Bei Mercedes ist es der Fall, dass man nicht auf Mercedes draufklickt, wenn man ein Nutzfahrzeug hat, sondern auf Sprinter. Wir haben hier ein Vito. Also gehen wir auch auf SP drauf. Sprinter, zack. Da sieht man auch, welche neuen Funktionen dazugekommen sind bei der letzten Aktualisierung. Wir gehen auf Bestätigung. Und dann verbindet er sich mit dem Fahrzeug. Natürlich müsst ihr den Dongle reinstecken, Zündung einschalten. Aber das muss ich, glaube ich, nicht so erklären, weil ihr ja auch Kfzler seid. Ansonsten könnt ihr ja natürlich an unseren Schulungen teilnehmen, damit ihr auch sowas lernt. Zündung einschalten. So, dann haben wir hier eine andere Oberfläche bei diesem Diagnosegerät. Gehen auf Smart Scan, tun das Ganze auslesen. Da geht ihr jedes Steuergerät durch. Normal, also grün, bedeutet kein Fehler. Wenn es grau hinterlegt sein sollte, so wie hier oben, bedeutet es, dass es damit nicht ausgestattet ist. Blau, gescannt, ja, anormal, das heißt, wenn man Fehler gespeichert hat, dann wird es auch rot erscheinen. Mal sehen, ob da irgendwas Rotes anzeigen wird. Sieht so wolkig aus, aber das glaube ich auch wegen der Scheibe. Die beiden Jungs haben jetzt richtigen Sonnenbrand. Ah ja, also der Marc, glaube ich, eher weniger, aber der Mike. So. Seht ihr, mit wie vielen Steuergeräten das Fahrzeug nicht ausgerüstet ist? Weil die Kabine und alles ist ja auch für ein Viano auch gedacht und so weiter. Also die Ausstattung könnte auch ein Vito haben. So, jetzt brauchen wir den Bericht.
klicken hier auf Bericht drauf, vor der Reparatur, Sprinter, Baujahr könnt ihr hier eingeben, Bemerkung könnt ihr hier eingeben, wenn man da drauf klickt, nach der Reparatur, Diagnose scannen, wir machen vor der Reparatur, wir mussten ja auch nichts machen, Kennzeichen muss ich jetzt gerade nicht eingeben, Bemerkung auch nicht, das war ja einfach nur ein Test. Dann haben wir hier die Daten stehen, je nachdem, was für eine Werkstatt ihr seid und so weiter. Genaue Adresse, okay, Höfweg 20 stimmt auch nicht mehr. Wir sind hier Wiesenhofweg. Sodele, Techniker kann man auch hinzufügen. Ja, ich tue es jetzt nicht hinzufügen, hier rechts einfach hinzufügen, euer Techniker, Telefonnummer und so weiter. Ihr könnt natürlich auch euer Logo da einpflegen. Bericht wird erstellt. Bitte warten. Zack. So sieht das Ganze dann auch aus. Geschäftsinformationen, da im ESP ist auch Fehler zum Beispiel gespeichert gewesen. Also, ihr könnt natürlich auch einen Drucker kaufen, das ist so ein kleiner Drucker, der kostet 150 Euro, weil ihr das Gerät nicht mit einem ganz normalen WLAN-Drucker verbinden könnt, aktuell noch nicht. Natürlich, wenn man eine App heruntergeladen hat, irgendwann mal danach in Zukunft wird das vielleicht sein, aber die wollen auf Nummer sicher gehen, dass kein Drucker irgendwie das Gerät beschädigen könnte oder die WLAN-Verbindung und so weiter, aber ist egal, das ist top dann, die haben sich entschieden, ja, ein extra Drucker oder... Ich zeige euch jetzt was Einfacheres. Man geht hier auf Speichern drauf. Vorreparatur, Speichern. Wir speichern den Bericht ab, nehmen unser Diagnosegerät mit und gehen zum Computer. Am PC angekommen, Koffer öffnen, USB-C-Anschluss raushole, mit dem PC verbinden. Aber erst nachdem ihr das überprüft habt, ob die Einstellung durchgeführt worden ist, schaut mal auf Benutzerinformation und dann gehen wir hier unten auf Einstellungen, dann gehen wir auf Modus und hier muss der Modus eingestellt sein, Geräte, Modus für USB-Verbindung. Wenn es dann alles einwandfrei eingestellt worden ist, gehen wir komplett auf Zurück. Ihr könnt natürlich entweder per E-Mail das an euch zusenden, indem ihr einfach hier auf Reparaturinfo geht, hier auf Chrome, da euch einloggt, zum Beispiel bei eurer E-Mail-Adresse und das an euch verschickt. Oder, wie es noch einfacher ist, zack, mit dem PC verbinden. Gehen auf den PC hier drauf zum Beispiel. Das war mein altes Logo. Wie findet ihr das? Golesch hat gesagt, da sieht nicht so gut aus, deswegen habe ich mir extra ein Logo erstellen lassen, welches ihr auch genau kennt. So, dann gehen wir hier zum Beispiel bei diesem PC hin. Das ist jetzt ein Windows, wo ich unsere Maus. So, da ist sie. Gehen hier unten drauf, da wo die ganzen Ordner sind. Dann sehen wir auch, wenn wir hier auf. Kann man das erkennen? Ja. Sollte auf diesen PC gehen, dann erscheint es Top-Down Phoenix Plus hier bei uns. Klicken Doppelklick drauf, klicken da nochmal drauf. Da müssen wir ja schauen, okay, welches Fahrzeug war das? Ne? Können hier draufklicken und eingeben einfach Sprinter. Enter. Und da erscheint auch schon unser Fahrzeug. Ihr könnt natürlich auch die Fahrgestellnummer angeben. Klicken hier Doppelklick drauf. Öffnet sich so ein schönes Fensterlein. Gehen hier dann auf Drucken drauf. Bei euch sieht es vielleicht dann anders aus, weil ihr einen anderen PC habt. Und klicken dann auf Drucken. So funktioniert es eigentlich am schnellsten. Und da braucht man auch nicht viel Geld ausgeben für einen Bluetooth-Drucker. Und da ist unser Protokoll, schön ausgedruckt. Wenn man weiß, wie es funktioniert, ist es natürlich einfach, aber
wenn man es nicht weiß, dann muss man halt Zeit verlieren, das Suchen und dies und das. Deswegen sind wir ja für euch da. Und wenn ihr weitere Fragen haben solltet, einfach melden. Ich wünsche euch in dem Sinne alles Gute, euer Mittmann Live. Bis zum nächsten Video. Ciao.